Super. Lena war halt die nervige Schülerin und ich war die Lieblingsschülerin. Genau. Das Spannendste war auf jeden Fall mal nachzuempfinden, wie Schule damals war, wie das da so ablief. Auf jeden Fall. Es war einfach krass, den Unterschied zu sehen, erstens zwischen Mädchen und Jungen auch. Die Fensterseite war den Jungen vorbehalten. Und zwar hatte man natürlich an der Fensterseite deutlich mehr Licht. Und damals dachte man, dass die Bildung der Jungen schon wichtiger ist als die Bildung der Mädchen. Und wie aggressiv Lehrer sein konnten, dass sie da handgreiflich werden durften. Dass sie sich so erlauben konnten, es war viel strenger. Wir dachten schon, bei uns war es manchmal streng, aber damals, ich bin froh, dass ich nicht dort in der Zeit aufgewachsen bin. Same. Schülerinnen und Schüler wurden von ihren Lehrern sogar geschlagen, wenn sie ungehorsam waren oder schlechte Leistungen erbrachten. Körperliche Züchtigung, so nannte man die Prügelstrafe. Sie galt lange als besonders geeignetes Erziehungsmittel und das nicht nur in der Schule, sondern oft auch zu Hause. Sport bei mir. Englisch. Also ich glaube, wir haben nie ein Fach wirklich gehasst, aber ich hatte nicht immer Lust auf Mathe. Und ich nicht immer Lust auf Musik, weil ich es total langweilig fand irgendwie. Obwohl ich Musik liebe, aber war leider nicht so cool gestaltet. Pausen. Pausen. Das auf jeden Fall auch. Und die Gemeinschaft mit Gleichaltrigen, das war halt schon cool. In den Pausen. In den Pausen vor allem. Boah, es hat immer voll gewechselt tatsächlich und war total abhängig von den Fächern. Immer unterschiedlich. Mal war Lena richtig gut, dann war ich schlecht oder so mittelmäßig. Dann war ich gut. Und wir waren nie gleich, wir waren nie auf dem gleichen Level. Es war echt immer einer nicht so gut und der andere voll gut. Wir sahen uns tatsächlich in der Schulzeit gar nicht wirklich ähnlich. Wir hatten einen komplett unterschiedlichen Style. Und Lena, ich hatte eine Brille. Oh ja, Lena hatte eine Brille. Voll toll. Stimmt, schon allein an der Brille konnte man uns auseinanderhalten. Ja. Und vom Verhalten. Ja. Auch total unterschiedlich. Lena war halt die nervige Schülerin und ich war die Lieblingsschülerin. Genau. Nee, aber ja, man hat es, glaube ich, schon schnell gemerkt. Ja, deswegen konnten wir nie die Zwillingswitze machen. Nee. Das konnten wir nie. Wir haben uns geprankt, aber nie die Lehrer. Das ging nicht.